Es gab mal wieder einen neuen Leak, der eine größere Spielidee im Ersteller einen Sim-Modus, über die Entwickler zumindest nachgedacht haben, verraten hat. Mehr dazu in diesem Video. Es ist normaler Alltag, dass bei großen Firmen innovative Ideen mit Hilfe eines Patents gesichert werden, damit diese nicht von anderen Firmen geklaut und weiter benutzt werden können. Etwas ungewöhnlicher ist das allerdings bei den Sims, die schon vor einigen Wochen ein größeres Patent in den USA beantragt haben. Das hat der Simmer DancerChip herausgefunden, welcher seinen Fund direkt auf Twitter geteilt hat. So hat EA ein Patent auf ein System für ein Charaktermodell, welches auf der Grundlage von ein oder mehreren Bildern von echten Menschen generiert wird, beantragt. Damit könnten wir Spieler in der Praxis Bilder von uns in das Spiel laden, aus dem dann ein Sim generiert wird, der uns zum Verwechseln ähnlich sieht. Im Patent wird ebenfalls erklärt, wie genau das funktionieren soll. Hier sind aber viele technische Zeichnungen enthalten, die ziemlich schwierig zu verstehen sind. Das ist bei Patentanträgen aber nichts Ungewöhnliches. Kann es vielleicht sein, dass diese Ideen für den nächsten Nachfolgeteil, also in einem möglichen The Sims 5, implementiert werden? Im ganzen Bericht wird kein einziges Mal das Wort Sims, Sims 4 oder Sims 5 verwendet, bisher können wir also leider nur mutmaßen. Manchmal kommt es auch vor, dass sich Firmen nur gute Ideen vorsichtshalber sichern und diese letztendlich aber doch nicht verwenden. Hier hilft es also nur abzuwarten, ich finde es aber extrem spannend zu sehen, über was für Dinge die Entwickler hier so nachdenken. Wusstet ihr, dass es diese Funktion bei The Sims 1 schon gab? So konntet ihr Bilder von euch hochladen, diese von der Größe und Form anpassen, welches dann als Sims-Gesicht übernommen wurde. Das Prinzip war hier noch recht einfach, das Bild wurde einfach als Gesichtstextur verwendet und nicht wirklich angepasst, bei dem Patent von EA hingegen wird das Gesicht auf Grundlage der Bilder so verformt, als würdet ihr den Sim im Cast dementsprechend bearbeiten. Gerade findet auf Instant Gaming ein weihnachtliches Gewinnspiel statt, an dem ihr aktuell noch bis zum 31. Dezember über den Link in der Beschreibung teilnehmen könnt. Ebenfalls findet ihr hier den Link zur letzten Podcast-Folge von Sim gehört. Was denkt ihr über diese Idee? Würdet ihr dieses Feature mangels Kreativität und Können öfters nutzen oder dieses eher ignorieren? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.